Ja, danke schön. Mal, ich muss sagen, viele kleine Faktoren oder Faktoren. Die Körpersprache war phänomenal. Das ganze Spiel, die Aufwärmeinstellung war auch sehr, ganz gut. Und das hat geholfen, dass Konstantin Podrum wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Ich denke, wir waren sehr konzentriert in der Aufwärme, in jedem Moment, in jeder Situation. Dann natürlich ist natural, wir haben 5 Wochen ohne Competition, ohne Spiel in der richtigen gehen und dann diese kleinen Fälle, das kommen in der schnellen Mitte, in der ersten Halbzeit. Ich habe 4, 5 Bälle gesenkt, auch deshalb muss ich sagen, aber das ist etwas normal, weil wir brauchen auch ein paar Spiele noch, so kommen drin wieder in der Competition. Aber im Grunde genommen, ich bin sehr zufrieden vor der Einstellung, dass die Mannschaft hat, nicht nur heute, sondern ist das ganze Vorbereitung und das ist einfach der Weg. Das ist entwickeln uns und wer, egal wer ist in dem Feld, geben alles. Das ist der Beste und der Wichtige. Ja, jetzt fehlt uns schon seit einiger Zeit am Training natürlich und jetzt auch heute im Spiel Johnny Fischer. Vielleicht ein Wort von dir zu Nils Boschen, der heute 5 Tore gemacht hat. Ich glaube, der Nils hat sich wirklich sehr, sehr gut eingebracht und war vielleicht auch eine Überraschung für Dessau heute. Ja, klar, natürlich. Wir vermissen auch Fischer, Jonathan Fischer und auch Max Zola in diese, aber zum Glück, ich denke, in den nächsten Tagen können wir mit beiden rennen, aber ich muss auch sagen, das macht mich sehr froh, ganz, ganz froh und stolz vor eine Person wie Nils Boschen, dass er hatte in den ersten 6 Monaten fast oder wenig Zeit in das Spiel, aber er ist ein Typ, der ist jeden Tag im Training, jeden Tag eben alles, die Atmosphäre, die Körpersprache, die er bringt. Das ist sehr positiv für uns und freue mich wirklich sehr, wie er es in der Vorbereitung gemacht hat und wie er uns geholfen uns heute. Das ist für mich wirklich, wirklich froh. Wirklich froh. Jetzt hast du 2 Spieler auf der Bank gehabt, die heute überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Jonas Link und Jan Asmuth. Was ist mit den beiden los? Noch verletzt oder war es heute einfach nicht notwendig, dass sie eingreifen? Nein, ich muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden auch. Ich habe lange überlegt, wer in der Linksaußenposition. Jan hat richtig gut trainiert und richtig gut gemacht. Ich habe entschieden mit Alex Pfeiffer und wie alles ist gut gelaufen, ich habe das gelassen. Aber ich renne mit beiden natürlich und ich renne auch mit Jan das nächste Woche. Ich bin total vertrauen, dass er kann die 60 Minuten spielen. Es ist nicht etwas, dass jemand spielt mehr oder wenig. Es gibt Momente oder Spieler, die brauchen mehr Zeit oder ich kann nicht so viel wechseln. Aber ich bin ganz, ganz froh und sicher, sie haben die Minuten, die sie verdienen. Iker, vielen herzlichen Dank. Wir drücken die Daumen. Jetzt geht es nach Eisenach und dann haben wir hier das Heimspiel gegen Dormagen. 2 wichtige Spiele. Dankeschön, Iker. Und wir gehen gleich weiter zu Uwe Jung-Andreas. Viel Erfolg. So, Uwe Jung-Andreas ist da, der Trainer des Dessau-Roßlauer HV. Uwe, deutliche Niederlage heute für deine Mannschaft. Ihr seid genauso wie wir ersatzgeschwächt angereist. Was war aus deiner Sicht der entscheidende Faktor? Gab es den einen oder gab es viele Faktoren, dass das Spiel heute doch relativ schnell für deine Mannschaft aus dem Ruder lief? Ja, erstmal Glückwunsch zu dem verdienten Sieg für euch. Ja, ich denke mal, da gab es einige Dinge. Ja, die ersten, die liegen in den letzten Wochen. Ja, ich glaube, wir hatten seit wir wieder im Training sind, eine Trainingseinheit, wo wir 6 gegen 6 trainieren konnten. Ansonsten waren wir 9 Feldspieler die ganze Zeit. Und das nicht einmal, sondern immer. Ja, das ist der erste Grund. Und damit geht natürlich dir diese ganze Körperlichkeit, die Intensität, alles, was du brauchst, verloren. Und dann gab es im Spiel direkt heute viele. Das erste war, das war das, was wir uns eigentlich in der Abwehr vorgenommen hatten, wo wir unser System geändert haben, schon nach einer Viertelstunde wieder zurücknehmen mussten, weil es einfach nicht funktioniert hat oder weil wir es nicht gut genug umgesetzt haben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir die erste Halbzeit 10 technische Fehler machen. Und der dritte Punkt war, dass wir unsere Chancen nicht verwertet haben. Und da konnten wir von Glück reden, dass es zur Halbzeit nur 4 waren.
In der zweiten Halbzeit ist es dann mal kurz aufgeflackert. Wir haben eine Weile mitgehalten, waren auch wieder auf drei ran, hatten dort auch die Chance, noch enger zu verkürzen. Das haben wir nicht geschafft und zum Schluss kam dann halt alles zusammen. Ja, dann mussten wir viel wechseln, also auch sehr unerfahrene Spieler aufs Feld schicken. Dann haben wir in der Abwehr völlig unser System verloren. Vorne haben wir zu schnell abgeschlossen, sodass dann der Sieg für Bietigheim auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Jetzt habe ich gerade schon Iker die Frage gestellt, nachdem heute unser etatmäßiger Kreisläufer ausgefallen ist, bei euch auf der Homepage war zu lesen, dass ihr vor allem Chris Schäfer, Dominik Klaus und Jonathan Fischer im Auge gehabt habt. Jonathan hat ja in der Vorrunde 8 Tore bei euch in der Halle geworfen. Jetzt haben wir heute mit Nils Boschen einen Spieler auf der Platte gehabt, der wenig Spielzeit bisher hatte. Hat dich das, hat es deine Mannschaft überrascht? Nee, überrascht hat es uns nicht. Egal wer am Kreis stand, natürlich ist Jonathan ein Fischer und Spieler, der uns nicht unbedingt liegt. Meinen großen Spielern im Zentrum durch seinen niedrigen Schwerpunkt. Und da hatten wir auch im Hinspiel Probleme, aber wir wollten vor allen Dingen den Situationen zuvorkommen, die, in der das entsteht, mit einer Änderung in unserem Abwehrsystem. Aber das haben wir einfach nicht gut gemacht. Ja, wir wollten die Kreuzung anders verteidigen, als wir es gewohnt sind. Das haben wir schlecht gemacht, sodass wir genau ab, ich sag mal, der 12., 14. Minute genau wieder die gleichen Situationen hatten wie im Hinspiel. Wir haben die Verletzten-Situation bei euch schon angesprochen. Jetzt fehlen einige Spieler. Jetzt habt ihr zwei Auswärtsspiele vor der Brust, Rimpa und Eulen Ludwigshafen, wenn ich es richtig weiß. Wann hast du wieder eine komplett vollständige Mannschaft beieinander? Ich denke, das ist ganz wichtig, um einfach auch hinten in der Tabelle den Sprung nach oben oder nach vorne zu machen, der notwendig ist, um nicht ganz hinten reinzurutschen in den Abstiegstrudel. Damit im Abstiegskampf sind wir. Da sind wir seit dem ersten Spieltag. Das waren wir völlig im Klaren, auch wenn wir am Anfang dort ein paar Punkte plus hatten. Wir wissen natürlich, dass wir ein extrem schweres Rückrundenstartprogramm haben mit 4 Auswärtsspielen und dazwischen Gummersbach zu Hause. Ja, das macht es nicht einfach, dazu die fehlenden Spieler. Weiß nicht, vielleicht in 14 Tagen, dass Yannick Pusht und Timo Löser wieder dabei sind. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite müssen wir allerdings eben doch unabhängig von den Spielern unsere ganze Spielweise verbessern. Man darf nicht vergessen, Vincent Sohmann hat ewig nicht gespielt. Ja, man hat heute gesehen, dass ja, vom Wurf her das noch lange nicht so weit ist, wie es sein sollte. Ja, wir müssen vor allen Dingen unsere Abwehr festigen, unsere Defensive. Wir kassieren, wie schon in der Hinrunde, einfach zu viele Gegentore. Uwe, wir wünschen dir und deiner Mannschaft zum einen einen guten Nachhauseweg. Dann natürlich, dass deine Jungs, die momentan noch angeschlagen sind oder verletzt sind, schnellstmöglich wieder zurückkommen. Und dann drücken wir die Daumen für die schwierigen Spiele, die vor euch stehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Saison wieder. Alles Vielen klar. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss.